So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Infinite Fusion. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich ein bisschen offscreen trainiere. Und dabei kommt es natürlich hin und wieder vor, dass ich Pokémon entwickle. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wie wir endlich ein cooles Glurak bekommen. Ein fusioniertes. Ja, cool. Das ist das weiße Glurak. Sehr schön. Okay, gut. Na, dann trainiere ich mal noch ein bisschen weiter. Würde ich sagen. Oh, was willst du denn lernen? Oh, Flügelschlag, das ist gar nicht schlecht, aber... Ich habe eigentlich ein Flug-Pokémon. Soll ich dafür eine andere Attacke weg? Es ist halt kein Step, ne? Dadurch, dass der Flugtyp nicht drin ist. Und Zertrümmerer brauche ich eigentlich. Ja, das ist fies, das ist fies. Nee, ich glaube, dafür mache ich keine Attacke weg. So, okay, gut, dann gehe ich mal weiter trainieren. So, ich bin dann jetzt fertig mit trainieren. Ich kann euch eben mal zeigen, wie mein Team... Oh, ich habe... Stimmt, ich hatte schon was ausgewechselt. So sehen die anderen jedenfalls aus. Also Richtung Level 40 sind jetzt inzwischen alle trainiert. Also zum größten Teil. Ich wollte jetzt aber gerne ein neues Pokémon fusionieren. Dafür ist auch schon alles im Team. So, okay. Mal gucken, ob das sinnvoll ist. Ich hoffe dadurch, dass das Tauboga ein bisschen mehr Verteidigung und so kriegt. Mal gucken. Okay. Die Farben sind nicht schlecht. Also mir gefällt die Farbkombination, ja. Okay. Es tut am Tag nichts anderes als essen und schlafen. Und wenn man ihm zu nahe kommt, dann zeigt es keine Gnade. Das ist ja mein nettes Pokémon. Es will Gähner lernen. Was haben wir denn? Okay. Schauen wir mal. Chip Away. Das ist auch relativ stark, glaube ich. 70er Stärke, ja. Dafür kommt Twister jetzt erstmal weg. Nee, das lernen wir nicht. Erholung macht, glaube ich, keinen Sinn. Schnarcher. Nee, das macht dann auch keinen Sinn. Welche Fähigkeit möchte ich behalten? Was ist denn Tangled Feet? Fest zum... Ist das... Was ist denn die Fähigkeit? Ich habe tatsächlich... Hat Taubsi nicht normalerweise die Fähigkeit, dass es nicht zurückschreckt? Soweit ich weiß. Aber das ist die nicht. Schauen wir mal. Okay. Wir behalten die Fähigkeit von Relaxo. Ich dachte nur, vielleicht ist das was Cooles. Das macht nichts besonders Sinnvolles. So. Was wollte ich machen? Ich wollte es nicht wieder entfusionieren, bitte. Ja, cool. Ich denke, das ist besser als mit Snobilikat fusioniert. Ja. Ich denke... Vor allem, dass es eben dadurch gegen Eisattacken... Durch die Fähigkeit werden Eisattacken nicht mehr so stark, was sehr schön ist bei einem Flug-Pokémon. Angriff hoch ist, glaube ich, auch sinnvoll. Ja, okay. Cool. Mir gefallen vor allem auch die Farben. Ich finde, die passen schön zusammen. Dann bewegen wir mal das Teammitglied, das ich dafür rausgetan habe. So, 6 Fusionen haben wir damit. Ja, das ist doch mal was. Gut. Ich hoffe, ich bin bereit, um jetzt die Arena zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir probieren es mal. Ich will nicht schon wieder trainieren. Ich hasse trainieren. An den komme ich so nicht ran. Okay. Hi! Ich studiere die Kunst der Ninjas mit Meister Koga. Ninjas benutzen schon lange Tiere. Ja, okay. Na, wenn du das sagst, dann wird das stimmen. Ich studiere schließlich nicht. Nein. Was ist das? Nein. Das ist verboten. Gucken wir mal, wie viel... Dankeschön. Jetzt hätte ich doch gerne einen Schnarcher. Oh! Okay, ich bin durchgekommen. Das hat jetzt aber nicht so krass Schaden gemacht. Dann machen wir mal Flieg. Nein. Hör auf damit. Das ist nicht witzig.
Dieses eklige pinke Ding steht da und schläfert die ganze Zeit mein Pokémon ein. Das ist gemein. Und traumatisierend. Könntest du bitte damit aufhören? Es ist wenigstens aufgewacht, okay. Das macht nicht genug Schaden. Ich glaube, Chip Away reicht nicht. Oh, es hat mich nicht nochmal eingeschläfert. Unglaublich. Wer hätte damit gerechnet? Tschüss. Na gut, XP hat wenigstens gebracht. Magnepok, okay. Ich wette, das setzt jetzt eine Elektroattacke ein. Bestimmt. Ja, ne? Dachtest du dir so? Na toll. Balui. Balui, deine Spezialverteidigung wurde gesenkt. Sei nicht so unfähig. Oh, wow. Krass. Okay. Ja, das war guter Schaden, würde ich mal sagen. Dann wechseln wir mal wieder. Ich denke, ich bin jetzt vom Level wieder halbwegs gut. Ich denke, da ist etwas zum... Was ist das? Was soll das sein? Warum? Dankeschön, das ist sehr nett. Das ist sehr freundlich von dir. Ich wollte schlafen. Warum hast du die ganze Zeit Pokémon dabei, die einen einschläfern können? Ist das ätzend? Oh, okay. Ja klar, geht jetzt erstmal... Ach so, es hat sich eingegraben. Man sieht das nämlich. Okay, kein Wunder, dass die Attacke daneben gegangen ist. Ich hab's verstanden. Das ist gut. Wow, das hat gar kein XP gegeben. Krass. Habe ich jetzt schneller gemacht oder langsamer? Jetzt ist... Hilfe! So, hi. Ich wollte ein Ninja werden, also bin ich dieser Arena beigetreten. Yay. Herzlichen Glückwunsch, Kirk. Oh, das sieht süß aus. Ungruselig, aber süß. Ob das jetzt den Flugtyp hat von Bibo oder den Käfer? Der Käfer wäre mir natürlich lieber. Wir sehen es jetzt gleich, ob ich gut Schaden mache oder nicht. Bibo ist Käferflug, oder ja? Es ist Käfer. Auf jeden Fall war es Käfer. Sonst wäre ich nicht sehr effektiv gewesen. Body Slam wirst du lernen. Macht Body Slam mir selber Schaden? Nee. Okay, gut. Dann Body Slam. Nee, Body Check ist das, was mir selber Schaden macht. Dass die Attacken auch quasi gleich heißen. Was soll man da gegen Tor... Was soll... Body Slam ist los. Okay. Warum ist das auch nur Level 32? Das ist voll gemein. Ich dachte, die Arena wäre viel stärker, weil der erste, gegen den wir... Abra. Der Name, ne? Abra. Okay. Der erste, gegen den wir gekämpft haben, war der nicht schon fast Level 40? Und jetzt das. Sehr schön. Erstmal Verteidigung erhöht. Toll. Das hat gut Schaden gemacht, seinem Psystrahl. Wahrscheinlich werde ich es jetzt mit meinem Body Slam paralysieren bei meinem Glück. Damit es eben nicht einschläft. Oh doch, okay. Glück gehabt. Schläft. Und das hat natürlich mit einem KP überlebt. Yay. Warum habe ich nicht Ruckzucki beigesetzt? Naja. Egal. Sehr schön. Ein Kadater hat er noch. Ein Kadater. Okay. Aha. Ja, da brauche ich keine normale... Oh, es ist sowieso schneller. Oh, okay. Kadata, was denkst du dir? Das war gemein. Na gut. Das sieht sehr seltsam aus, das Ding. Sehr seltsam. Ich bin tatsächlich schneller, sehr schön. Und es war ein One-Hit, okay. Ja, ich habe den krassesten Geist von allen. Extremes. Oh ja, oh, Turbo-Tempo. Wobei ich habe... Das ist genau gleich stark. Also behalte ich lieber das? Oder will ich lieber das?
Boah, das ist jetzt echt schwierig, weil Turbo-Tempo ist schon cool, aber es ist halt genau gleich stark wie Tiefschlag. Aber damit treffe ich alle Pokémon, also... Ich treffe damit halt alle Pokémon immer neutral mit normalen Attacken, außer ein paar. Nee. Ich denke, wir behalten die Unlichtattacke. Wir haben ja schon ein relativ starkes Normal-Pokémon. Oh, das entwickelt sich. Okay. Ich glaube, als Tauboss sieht es nicht mehr ganz so cool aus wie als Tauboga, fürchte ich. Weil Tauboss halt einfach nur dasteht. Das finde ich ein bisschen doof. Ja, gut. Okay. Sieht halt aus wie ein gelandetes Tauboga, finde ich. Naja. Ich wollte nur wieder raus. Okay, egal. Danke. Entschuldigung. Dann kämpfen wir mal gegen den. Ich habe mich verschluckt, weil er mich so überrascht hat. Okay. Ich weiß jetzt nicht, was ich lieber einsetzen soll, aber ich glaube, das hat Step, also... Okay. Das war gut. Das war gut. Hype-free? Niemand hat es ausgelacht. Niemand mit seiner großen Nase. Wie es aussieht! Was... Wieso? Oh, das tut weh. Ja. Tschüss. Wie das aussah. Oh, Mann. Habe ich gegen den da unten schon gekämpft? Oh! So. Nein. Hier nicht? Wo geht's dann? Hier? Hä? Oh nein! Anscheinend habe ich gegen den auch noch nicht gekämpft. Okay. Noch einer! Mist. Na gut. Das hier? Das hier. Sehr schön. Sogar ein Level Up, okay. Nein, das lernen wir nicht. Okay. Tentabra. Tentabra! Wie wunderschön es ist. Tentabra. Schade, hat nicht ganz gereicht. Okay. No, es heilt sich. Es heilt sich. Tentabra, warum heilst du dich denn? Oh. Toll, hätte ich das gewusst. Nein! Das ist richtig gemeint, Tentabra. Das ist richtig gemeint von dir gerade. So. Fängt da gerade einer an zu bohren, während ich aufnehme? Niemand hört das, hoffe ich mal. Es tut mir leid. Was soll denn das? Die Folge ist gleich vorbei. Da muss man nicht anfangen zu bohren. Da kann man noch 5 Minuten warten. Ich wollte aber noch den Arena-Leiter machen, diese Folge. Ja, sie haben wieder aufgehört zu bohren. Alles gut. Hoffe ich. Ich weiß nicht, warum man nur 5 Sekunden bohrt, aber okay. Dankeschön fürs Heilen. Habe ich den einen Trainer eigentlich besiegt? Sonst muss ich ja gleich wieder heilen gehen, bevor ich gegen Koga kämpfe. Oh. Oh, ist das ätzend. Ich hasse diese Wände. Wie bin ich denn vorhin da runtergekommen? Ach so, hier. Nee, gegen den habe ich anscheinend noch nicht gekämpft. Mist, ich dachte, ich hätte den schon gehabt. Na toll, was hat er denn? Ein Nidoslash. Ja, da kann ich leider nicht so viel mitgehen. Mit dem, was ich gerade hier habe, das macht da nicht so viel Sinn. Mit einem Normalflug-Pokémon. Gegen Gift und Boden. Ich hoffe, ich bin sehr effektiv damit. Schauen wir mal. Ja, okay. Das ist doch mal was. Reebok. Na toll. Jetzt ist die Frage, hat das die Schwebe von dem Smogon? Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich weiß es nicht, deswegen... Tja, machen wir das so. Einfach draufhauen, das passt schon.
Dankeschön, das war nett von dir. So, wie viele Pokémon hat er noch? Eins? Nee, ach, er ist schon durch. Na gut. Mehr scheint nicht zu kommen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal eben schnell raus. Oh, dieser Zaun. Wir gehen raus, heilen und dann machen wir den netten Arena-Leiter. Auf Wiedersehen. Jetzt muss ich es nur wieder durch die Spiegel durchschaffen. Sind wir bereit? Nein. Okay. Okay, gute Lache. Ein Kind wagt es, mich herauszufordern. Nun gut. Ich werde dir den wahren Schrecken eines Ninja-Meisters zeigen. Du wirst die Verzweiflung von Gift spüren, von meinen Gift- und Schlaftechniken spüren. Wir benutzen 4 Pokémon in diesem Kampf. Wähle weise. Okay. 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 Habe ich schon okay gesagt? Wir wählen den. Und den. Ich würde einfach mal die stärksten nehmen. Wobei. Ja, ich denke, das passt doch. Wir gucken mal. Koga. Koga möchte kämpfen. Ja, dann Kofma. 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 Das sieht irgendwie witzig aus. Oh, ich habe noch beschleunigt. Das will ich natürlich nicht im Arena-Kampf. Oh nein! Oh, du bist so langweilig. Wer heilt denn schon ein Kofma? Ist es das überhaupt wert, geheilt zu werden? Ach, das boostet sich immer, klar. Hat ja die Fähigkeit Temposchub. Damit wird es jede Runde schneller. Aber das ist eh egal. Weil es jetzt down ist. Gibt das ein Level up? Oh. Choreon. Kommt das von Flareon und das Flamara? Boah, ne? Nachthara. Es ist ein Nachthara. Okay. Was hat er meinem Nachthara angetan? Warum tust du das? Oh, das ist sehr effektiv. Oh, das hat nicht viel Schaden gemacht. Na gut. Das ist Gift und Licht, würde ich jetzt mal vermuten. Würde ich jetzt mal schätzen. Oder ist Flug der erste Typ von X-Bad? Nee, ich glaube, Gift ist... Ah, das ist fies. Okay, gut. Es ist jedenfalls nicht Flug vom Typ, sonst hätte ich nicht getroffen. Gut, sehr schön. Ja, danke. Koga, das war nett von dir. Vielen Dank. Oh wow, das macht ja gar keinen Schaden. Ich dachte, das macht ein bisschen mehr Schaden. Oh, das war ein Crit. Sehr schön. Balui, sehr schön gemacht. Gecritted. Critten ist immer gut. Weaking. Weaking? Ist das, was ich vermute, was es ist? Oh, okay, gut. Es ist, was ich vermute, was es ist. Es sieht nur seltsam aus. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es ganz so seltsam aussieht. Aber das tut es. Wow. Wir sind das gleiche Level. Wie kannst du mit einer nicht sehr effektiven Attacke derart viel Schaden machen? Was ist los mit dir? Okay. Okay. Ach, okay. Was ist das für ein Ding? Das wird sicher nicht schnell sein. Oh, wow. Ja, genau. Na, das hat nicht geklappt, wie ich wollte. Wechseln wir mal. Und probieren es mit einer Bodenattacke. Okay, das macht auch keinen Schaden, aber wenigstens hat es einmal gecrittet, ne? Das war doch nett. Komm schon, überlebt das. Und nicht vergiften. Nicht vergiften.
Oh, hör auf mit deinem blöden Schleim, mit dem du dich heilst. Das ist nicht nett. Macht Feuerzahn vielleicht mehr Schaden? Oh, ich hätte es nicht berühren sollen. Das hat doch bestimmt die Fähigkeit, dass man bei Attacken, die berühren, nicht vergiftet, okay. Paralysiert werden kann oder einschlafen kann oder so. Das haben doch voll viele Käfer-Pokémon. Aber ich glaube, das war's. Ja, sag ich doch, es hatte die Fähigkeit. Ha, dann ist es jetzt zum Glück nur egal. Fling, was ist denn Fling für eine Attacke? Eine Unlichtattacke. Okay, nein, nein. Nein, nein, das lernen wir nicht, danke. Ha, du hast dich als würdig erwiesen. Hier, nimm meinen Orden. Dankeschön. Nun, da du den Orden hast, wird die Verteidigung deiner Pokémon erhöht. Es lässt sich auch stärker außerhalb des Kampfes benutzen und nimm auch das. Toxin, okay, nice, danke. Ja. Gut. Koga? Koga, es ist etwas passiert, etwas wirklich Schlimmes. Team Rocket konnte den Meisterball nachbauen. Oh, shit. Aber ich habe ihn doch extra geklaut. Nein. Aber das ist nicht alles. Sie haben ihn benutzt, um die drei legendären Vogel-Pokémon zu fangen. Arctos, Zapdos und Lavados. Die legendären Vogel-Pokémon, das kann nicht sein. Es ist wahr. Sie haben die Sylph Company in Safronia City übernommen und haben dort die Vögel. Es tut mir leid, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Siegfried. Ich bin der Meister der Drachentyp-Pokémon und der Champion der Pokémon-Liga der Kanto-Region. Du hast also gerade Koga besiegt, das ist sehr beeindruckend. Miri, du bist anscheinend ein sehr starker Trainer. Ich flehe dich an, mit nach Safronia City zu kommen und Team Rocket zu besiegen. Ich zähle auf dich, Miri. Bitte enttäusche mich nicht. Ich warte auf dich in Safronia City. Du hast ihn gehört. Gehe nach Safronia City so schnell wie möglich und helfe, die legendären Vögel von Team Rocket zu befreien. Okay, gut, Leute, das machen wir nächste Folge, würde ich sagen. Ja, okay. Ich bin etwas überrascht, dass das gerade passiert ist. Gut, macht es gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.